Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Der ein oder andere von euch hat sich vielleicht schon gefragt, du Faultier, was steht da hinten für ein lustiger Karton die ganze Zeit an der Wand rum? Ja, es ist ein Hisense-Fernseher, aber es ist nicht meiner, sondern die Jungs und Mädels von Hisense haben bei mir angefragt und haben gesagt, du Faultier, wir haben da noch so ein 65-Zoll-Testgerät, möchtest du das mal ausprobieren? Dann habe ich gesagt, ja, gerne. So, und jetzt habe ich das hier und ich habe nach wie vor meinen selbst gekauften Hisense 42 Zoll. Da hatte ich ja hier im Kanal auch schon Videos dazu gemacht, mit dem ich für den Preis-Leistung absolut zufrieden war. Wo aber es von dem Sitzabstand nicht so richtig hingepasst hatte. Und jetzt sage ich mal hier ein bisschen mehr Platz und jetzt kann ich hier mal gemütlich 65 Zoll ausprobieren. Wobei ich dann natürlich auch sagen werde, ne, wie sieht das hier mit Sitzabstand aus? Ist das besser oder nicht? Und vor allem, was taugt die Kiste? Das ist der Hisense 65 Zoll, ich glaube 7er Serie, ich glaube U7A heißt das Ding dann genau. UVP, als der, ich glaube, letztes Jahr vorgestellt oder rausgekommen ist, waren 1500 Euro. Jetzt habe ich aktuell nochmal geguckt, ist sogar inzwischen für unter 1000 Euro erhältlich. Also Pi mal Daumen 950 so um den Dreh. Und dafür 65 Zoll mit 4 HDMI-Anschlüssen, zwei davon die 2.0er. Die anderen noch 1.4er, einmal USB 2.0, einmal USB 3.0. Das ist einfach ein unnatürlich Triple-Anschluss, also sowohl DVB-T als auch Kabel als auch Satellit. Ich werde bei mir hier Kabel und DVB-T testen und natürlich auch die ganzen WLAN- und App-Funktionen und vor allem, wie schnell ist jetzt auf so einem, ich sag mal, auf dem High-End-Gerät die Software. Und natürlich auch noch einen Vergleich machen. Aber jetzt, ihr merkt es, ich werde hibbelig. Allein das Schleppen war eine Herausforderung. Und nein, der ist jetzt nicht original verpackt. Den hatten schon andere vor mir in den Pfoten. Die Verpackung ist schon arg in Mitleidenschaft gezogen. So kommt natürlich dann ein Neugerät hoffentlich nicht bei einem an. Ihr seht das mit den Klebern und so. Wie gesagt, Testgerät, das schon durch einige Hände gegangen ist. Wir packen es jetzt aber endlich mal schnell aus und bauen dann hoffentlich noch schnell den Fuß dran und dann einschalten. Also, wir haben einmal Rückseitenbefestigung, dann Fuß und die ganzen Schräubchen bzw. Fernbedienung und Kabel. Das Ding ist sehr, 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 sehr cool. Also das Ding kommt echt schon schön dünn daher, zumindest hier oben. Da unten ist dann, sind hier noch die Lautsprecher drin und es hat die Reise gut und heil und unbeschadet überstanden. So, jetzt ist natürlich die große Herausforderung, das Ding wahrscheinlich dann aufs Sofa hinter euch zu legen und dann erstmal den Fuß dran zu schrauben. Ab einer gewissen Zollgrenze sollte man das wirklich lieber zu zweit oder noch mehr Personen machen und nicht alleine. Okay, besser nicht nachmachen, vor allem nicht bei so einem großen 65-Zoll-Oschi. Aber ich habe hier einfach keinen Schraubenzieher gefunden. Großes Kompliment an Motorola. Mit euren SIM-Karten-Tools kann man zur Not auch Schrauben festziehen. Natürlich werde ich die bei erster Gelegenheit nochmal nachziehen, aber das hält. Und auch großes Lob an Hisense. Unten in den Fuß kommen 5 Schrauben, oben an den Fernseher 4. Das sind überall die gleichen Schrauben. Also sehr schön, dass man da nicht aufpassen muss, so unterschiedliche Längen oder Größen oder was nicht alles. Nette Gummipunkte. So, jetzt gilt es, das Ding nur noch auf den von IKEA zusammengebauten Tisch zu stellen, anzuschließen und dann sehen wir uns mit dem hoffentlich Fernsehbild dann wieder. So, und da sind wir jetzt sozusagen im Homescreen. Einschalten, Sprache auf Deutsch stellen, Land auswählen, Uhrzeit eingeben und dann die Kanalsuche habe ich jetzt erstmal übersprungen, weil ihr könnt es euch denken, irgendwo hier im Chaos liegt auch noch ein Antennenkabel. Das heißt, ich habe mich einfach mit meinem WLAN verbunden und wir gucken jetzt einfach mal rum, was wir denn hier noch an Apps haben. Ach, guckt mal da. Da haben wir den ganzen, ja, ich sag mal die beiden wichtigsten natürlich. Sage ich jetzt einfach mal natürlich, aber für mich halt am wichtigsten. Netflix und Amazon und natürlich auch noch YouTube. Was sehen wir sonst noch? Rakuten, Plex ist vorinstalliert
Und das war's erstmal. Was die Dinger sonst noch haben? Naja, ich überlege gerade, ob ich das Ganze nicht schon ein Stückchen weiter nach rechts schiebe und logge mich schon mal bei Netflix ein. YouTube und willkommen zu einer neuen Folge von Tiers 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten, in denen ich das nervige Gigi. So, ich habe jetzt mit dem Teil erstmal genüsslich rumgespielt und ich muss sagen, 65 Zoll mit dem Sitzabstand. Ich werde es noch genau ausmessen, keine Angst. Es wird natürlich auch noch ein Test kommen und noch mehr Sachen und wer Fragen hat, her damit. Aber das ist jetzt sowas, wo ich denke, schön, 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 schön. Auch der erste Eindruck jetzt vom Bild. Ich meine, komplett dunkel habe ich es jetzt hier noch nicht gemacht. Das kommt alles noch, aber das sieht sehr solide aus. Auch die Farben, auch die Blickwinkel. Gerade bei 65 Zoll guckt man ja doch noch mal ein bisschen. Also ich gucke jetzt gerade mit Adleraugen da drauf. Aber ich sag mal so, fürs Standardzeug, was sowieso komprimiert hier ankommt, sei es Netflix oder seien es Amazon-Videos, auch da, das sieht erstmal echt schnieke aus. Was ich aber hier direkt dem Ding wieder um die Ohren haue, hier dieses Smoothness, dieses Motion, was auch immer, also dieser Seifenoper-Effekt. Das ist auch bei dem hier erstmal standardmäßig aktiviert gewesen, aber keine Sorge, kann man auch alles direkt ausschalten, habe ich auch erstmal gemacht. Auch so ein paar andere, naja, was soll man sagen, Verbesserungen deaktiviert. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, was ich mir auch wieder mit großen Augen angucken werde, ist dieses Local Dimming. Das ist ja was, da wirbt auch Hisense mit. Man hat es wieder in keine Ahnung, wie viele Regionen unterteilt und dann je nach Bild, dann will man da schnell Helligkeit hin und her wechseln, weil das ganze Ding ist natürlich ein LED-Fernseher. Das ist kein OLED. Deswegen sind die da ja auch immer so bemüht, dann mit den Farben und mit den Schwarzwerten da so ein bisschen noch auf anderen Weg hinzukommen. Bisher muss ich aber sagen, gut, es ist noch nicht komplett dunkel. Das werde ich mir auch noch in Ruhe geben und vor allem ich werde. Nur für euch natürlich genüsslich Stunden über Stunden davor sitzen und nur für euch darauf Zeug gucken. Freue ich mich jetzt wirklich auch. Erster Eindruck von den eingebauten Lautsprechern kommen auch positiv rüber. Also das ist so gerade der Moment, wo ich bei mir jetzt gerade noch nicht so das Verlangen habe, da jetzt irgendeine Soundbar anzuschließen. Also das kann ich auch mal sagen. Ach ja, und noch letzter Punkt, der mir natürlich als sonstiger auch Hisense-Mitnutzer aufgefallen ist. Die Software reagiert deutlich schneller. Ich kann mir das auch immer noch schneller und zackiger vorstellen. Also gar keine Frage. Da sehe ich auch jetzt noch Luft nach oben. Aber im Vergleich zu meinem älteren 42 Zöller, wenn ich hier zwischen den Tasten wechsle, Nummer eins, ich habe die jetzt einfach sinnvollere Tasten mit, ich sag mal, App-Wechseltaste, eine Media-Taste, eine YouTube-Taste und eine Netflix-Taste. Wobei ich auch immer noch nicht glaube, dass man die frei belegen kann, was ich natürlich schade finde, weil der eine oder andere sagt, ich habe kein Netflix, ich bin Amazon Prime-Abonnent, ne? Dann könnte man ja einfach sagen, gut, dann kannst du halt so einstellen, dass du Netflix-Taste drückst und Prime kommt. Vielleicht geht das ja auch inzwischen. Ich glaube es nicht. Das würde ich mich natürlich auch, würde ich mich sehr darüber freuen. Aber das, was ich sagen sollte, von der Geschwindigkeit ist das Ding deutlich zackiger. Außer, ich habe ihn gerade ausgemacht und jetzt mache ich ihn wieder an und mache ihn wieder an. Vielleicht sollte ich auch richtig zielen. Jetzt hat es einmal geblunken, blinkt wieder zurück. 21, 22. So, und jetzt Netflix. Oh, okay, auch beim Hochfahren. Das geht zwar immer, ist halt nicht wie gewohnt, wenn man ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand nimmt. Ne? Ich drücke, entsperre und dann zack, bin ich drin. Aber auch hier deutlich schneller als bei meinem. Also, das soll es jetzt aber auch wirklich erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.